Energiekosten sind extrem gestiegen, Mietnebenkosten sind extrem nach oben gegangen. Und aus diesem Grund tun sich, glaube ich, auch alle größeren Bauunternehmen unglaublich schwer im Wohnungsbausegment, dort letztendlich wirtschaftlich auch arbeiten zu können, weil letztendlich das Produkt, das wir herstellen, ist in Wirklichkeit zu günstig zu dem, was der Käufer oder der Mieter am Ende des Tages bereit ist oder in der Lage ist, an Miete bezahlen zu können. Wir sehen die Lösung in Holz-Hybrid-Baustoffen. Wir arbeiten grundsätzlich in der Verfahren einer Tafelbauweise. Wir sind weg von der Modulbauweise. Das heißt, wir trennen die Tragkonstruktion von der Fassadenkonstruktion. Wir versuchen, einen möglichst hohen Vorfertigungsgrad zu erzielen bei den Elementen. Holz als Baustoff im Wohnungsbau ist nachhaltig. Er hat auch eine gewisse Lebensqualität. Wir optimieren hauptsächlich im Bereich der Gebäudegeometrie. Wir halten es da den Schlüssel dafür, die Gebäudegeometrie zu optimieren. Zentrales Treppenhaus, quadratischer Baukörper. Wir halten es für völlig falsch, wenn man sowohl in der Geometrie als auch in der Qualität optimiert, weil dann erzeugen wir Projekte und Wohnraum, der mit Sicherheit nicht nachhaltig sein wird. Deswegen legen wir Wert auf Qualitäten. Wir arbeiten an der Thematik des Innenausbaus. Wir sehen die Küche und das Bad oder die Nasszelle immer mehr als Möbel, immer weniger Bauwerk, immer mehr flexibel. Wir denken, dass wir dadurch die Kosten weiterhin optimieren können und eine höhere Vorfertigung und höhere Produktion im eigenen Hause realisieren können. Wir werden dieses Jahr unser erstes Pilotprojekt aufsetzen können. Wir sind da in der Endabstimmung mit einem namhaften Projektentwickler und werden das Projekt zuerst herstellen. Wir werden zeigen, Partner hat heute Morgen gesagt gehabt, wir haben die Öffentlichkeit zu überzeugen, dass die serielle Bauweise auch Akzeptanz findet. Das ist auch unserer Meinung nach der Schlüssel.